Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei Enderal. Jetzt schauen wir uns mal den kleinen, dicken, hässlichen, krüppligen Jungen an. Wie er wohl aussieht, wie er da jetzt in seinem Bettchen liegt und sich nicht bewegen kann. Die tote Vaterleiche müsste ja noch daneben liegen. Und das, keine Ahnung, jetzt hustet der da ein bisschen rum. Wir können also mit ihm reden auf jeden Fall. Ja, speichern nochmal. Was liegt hier so? Kleiderschrank. Eisenwaffen. Sehr gut. Ja, dann zeig mal, kleiner Junge. Da liegt der Papa. Okay. Der Papa ist nicht mehr da. Erstmal ausrauben. Ja. Zeig mal. Ja. Ja. Dreh dich mal um. Ach, der ist tot? The fuck? Er hat doch gerade nur gehustet, oder nicht? Nein, das ist bestanden. Aber dann nehmen wir doch hoffentlich auch die Kette, oder? Ja. Wie gesagt, es war absolut nicht sein Fehler. Absolut nicht. Wir hätten wahrscheinlich alle so entschieden und dazu ist er noch ein Kind. Also er hatte überhaupt gar nicht die innerliche Stärke eines Erwachsenen, sich da anders zu entscheiden. Also wenn man die Wahl halt zwischen einem vorgegaukelten schönen Leben und einem einsamen Totenleben, weil er wahrscheinlich gestorben wäre, dann entscheidet man sich doch wahrscheinlich für das Leben, auch wenn es einem vorgegaukelt wird. So stark sind dann wirklich nur sehr wenige Menschen, die mit der Illusion nicht leben wollen. Und er ist ein Kind gewesen. Und es wurde ihm ja auch noch ganz anders verkauft im Endeffekt. Das Schlimmste ist, wir konnten die ganzen Häuser nicht looten, weil wir kein Geselle waren. Ich könnte ausrasten, ne? Unfassbar. Nicht mal den Händler konnten wir überfallen, weil es nie Nacht wurde. Wie kommen wir denn jetzt zurück? Wir haben jetzt den Stein, ne? Ganz ehrlich, ich habe keine Lust, da wieder durchzurennen durch die ganzen Monster. Hä? Wo ist denn das? Ach so, hier ist das. Da war ich nie. Wie kam ich denn da hin? Von hier, oder was? Wahrscheinlich. Dem dritten Hinweis nachgehen. Das werden wir wohl tun müssen, aber als allererstes gehen wir jetzt nach Ark zurück. Das ist relativ weit. Da kann man auch mal eine... Moment, ich möchte gerne mal noch zurückgehen und gucken, wie der Ausgang hier jetzt aussieht. Ich würde interessieren, ob der... benötigt einen Schlüssel, ey. Sind doch alle verrückt. Ich möchte mal gucken, ob der Wächter da auch irgendwie die Leiche liegt. Aber die Hühnchen gibt's noch. Oder ob das Tor auf ist, ob hinter uns verschlossen ist, ob wir jetzt also wirklich nicht mehr zurückkommen. Das interessiert mich dann schon. Aber zumindest, wie gesagt, ich hatte zum Teil recht. Was ist das denn? Jetzt ist es weg. Ist jetzt wieder Sonnenuntergang oder wie? Jetzt gehe ich aber nochmal zurück. Das tut mir jetzt leid, aber solche kleinen Sachen interessieren mich dann, ob es irgendwie, wie weit das berechnet wurde alles, was man tut. Ist ja jetzt kein AAA-Titel, wo die Leute irgendwie... Kokosnuss sind auf jeden Fall noch frisch, kann man noch nehmen. Dass die Leute irgendwie ein Jahr lang polischen und quasi Fehler ausbessern. Jetzt kann man hier nicht rein, immer noch nicht. Also jetzt ist anscheinend das normale Wetter. Ja gut, jetzt hätte ich mal zumindest, ich bin so Panne, ich hätte einmal kurz zum Ausgang rennen sollen, um mir das anzugucken. Und dann hätte ich hier wieder hinrennen können.
Weil wir standen ja quasi davor. Mich interessiert ja nur, ob wir nochmal hier hinkommen könnten in der Theorie. Oh, ich laufe immer falsch, das tut mir leid. Das Reden macht einen mürbe im Kopf so ein bisschen. Gleichzeitig reden und spielen. Ich habe es damals auch nie geglaubt, als es die Leute, ich habe ja auch Let's Plays geguckt, tue es ja auch immer noch. Und nein, nicht meine eigenen. So selbstverliebt bin ich da nicht. Ich gucke eher gesagt fast gar nichts von mir. Außer wenn ich schneiden muss, muss ich es mir halt nochmal ansehen. Ich war ja dabei, ne? Also so ist es ja nicht. Und ich habe immer gedacht, also wenn die Leute, die haben ja dann oft gesagt, ja, ihr müsst das selber mal erleben, spielen und reden gleichzeitig, ist gar nicht so einfach. Und die Kerzen brennen noch. Da haben wir doch einen Fehler. Die Kerzen brennen noch. Komme ich da irgendwie überhaupt rein? Ich darf da gar nicht. Darf da nicht rein. So. Ist da jetzt alles eingestürzt oder nicht? Immerhin sind hier blaue Falter. Ich glaube nicht, oder? Ist nicht eingestürzt. Speicher mal kurz. Nee. Aber der Typ ist weg. Der komische Fresser da, der hier das Vieh normalerweise looten müsste. Ja, was mit dem passiert ist. Naja, wir ziehen jetzt aber erstmal ab, zurück. Wir können nur zum Sonnentempel. Abgang. Das war falsch. Und tschüssi. So. Und weg. Ladebildschirm. Also wir können hier nochmal hin, gut zu wissen. Vielleicht müssen wir ja noch mehr hin, weil da waren Türen, die Schlüssel erforderten, die ich anscheinend nicht gefunden habe. Vielleicht konnte man aber auch, na doch, man konnte Loot mitnehmen. Aber vielleicht ist es nicht gewollt, dass man Loot mitnimmt aus der Welt, weil ja auch die ganzen Leute alle nichts in den Taschen hatten. Es wurde vielleicht nicht berechnet, dass man da sich großartig reich klauen soll, weil die Leute eigentlich nie existieren, obwohl man dann doch ein paar Gegenstände mitnehmen konnte. Boah, da bin ich wieder. Ich dachte, die meint mich. Milam, warum das? Wir müssen ja mal irgendwann ein bisschen was herstellen, ne? Das ist schon. Erstmal packe ich alles kurz weg. Ich kann das ja wieder rausnehmen, ne? Es wird verkauft. Eck, Schwarzerz, Silbererz. Und irgendwelche Wildpelze. Noch irgendwas Wichtiges? Soweit ich weiß, das ist ein schwarzer Stein. Ach ja, das ist der Stein. Dann Wegestreuen Stiefel packe ich da auch mal rein. Die Übungssachen sind weg. Den Stab kann ich mal wegpacken. Der wiegt mir nur zu viel. Das war's, glaube ich, oder? Der Rest kann verkauft werden. Aber ich glaube, es geht um den Folianten. Aber ich muss leveln. Ich muss tatsächlich leveln. Dann ist ja gut. Um Punkte zu haben. Um wie viel haben wir denn? Ich guck mal kurz nach. Wir haben 10 Lernpunkte. Ich brauche Handwerkspunkte minus 1, alles klar. Ich habe 34. Ich habe von ihr gehört, ja. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Bauplan Eisendolch können wir. Rucksack können wir. Lederharnisch, alles langweiliger Quatsch. Handwerk 26. Liebestuniker können wir. Aber die Sachen brauchen also gar nichts. 26 Diebestuniker wird wahrscheinlich Leder brauchen. Festlederhandschuhe, das ist alles hier. Bekommen wir die richtigen? Pyrömäischer Helm. Runenharnisch. Wegestreuen Handschuhe. Stahlharnisch.
Ich würde einfach mal sagen, dass wir... Die wiegen ja nichts, dass wir die Sachen hier mitnehmen und gucken, was die brauchen. In der Schmiede. Wir haben ja hier auch eine Schmiede, wir können ja auch hier hin. Hallo. Klapp. Gucken uns das mal an. Was wir alles brauchen und dann können wir ja dementsprechend mal agieren. Allerdings sind die jetzt echt auf jedem... Was wollt ihr? Eigentlich will ich da dran. An den Amboss, Junge. Geh mal weg. Weg, weg, weg. Danke. So, was kann ich herstellen? Das einzige ist das Runen-Ding hier. Dafür brauche ich Malachitbarren. Habe ich nicht. Einzelteile, Silberbarren, Stahlbarren, Quecksilberbarren und Goldbarren. Habe ich alles nicht. Nicht so gut. Was wollt ihr? Habe ich tatsächlich alles nicht. Hier brauche ich einfach immer nur Smaragde und Silber- oder Goldbarren und so. Da würde ich ein bisschen Geld mitmachen können. Ahoi. Was wollt ihr? Jetzt setz dich doch mal dahin, Junge. Mach doch nicht hier einen auf dicke Hose. Was kann ich hier machen? Mondsteinbarren. So ist das eben. Hat man Glück, wenn die wissen, an welchem Schmiede, was kann ich hier machen? Ist genau wie in Skyrim. Nee, kann ich tatsächlich auch herstellen. Muss ich dann zu so einem Ledergerber-Ding? Wow. Ich gerade gerülpst? Echt jetzt? Lol. Noch ein goldener Kerzenständer. Nice, schön Geld. So, gibt's hier denn irgendwie so ein Ding dafür? Pink Sonnentempel. Was? Waren wir hier schon mal drin? Klar waren wir hier drin. Haben wir hier auch alles mitgenommen? Ich meine, die kamen irgendwann, aber wir haben trotzdem alles mitgenommen. Truhe. Uninteressant. Ha. Da. Experte, Lederstreifen brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber wir brauchen so ein Leder-Trieben-Ding. Das gibt es auf jeden Fall in der Stadt. Müssen wir da jetzt hin? Auf zum Markt. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ja. Ich würde ja sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich offscreen ein bisschen Level, / Geld farme, indem ich irgendwie die Umgebung nach Höhlen absuche und Ruinen und da ein bisschen loote. Oder ob ich es in die Aufnahme packen soll oder sowas. Allerdings, ja. Ich weiß ja, bei mir wird nicht so viel kommentiert. Im Moment. Und deswegen lasse ich es einfach und frag nicht. Muss ich mir selbst eine Meinung jetzt machen. Und das entscheide ich einfach, indem ich es aufnehme. Und dann entweder wegschmeiße oder nicht, nehme ich einfach mal an. Oder ich mache eine große Folge, eine irgendwie 2-Stunden-Folge oder so. Haha, witzig. Wie viele Tage? Ist jetzt kein Tag vergangen? In diesem Dorf da hinten eigentlich. Das wäre ja mega bitter. Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Möchte Goldfach einsehen. Natürlich. Aktueller Kontostand 9000. Tatsache, hier hat sich einfach nichts verändert. Das ist so lächerlich, ey. Ist man in so einer Traumwelt gefangen und hat 5 Sekunden gedauert. Dann soll ich das Warensortiment durchsuchen, ist ja ganz toll. Mit der kann ich nicht reden. Zeig mal her. Bitte sehr. Dankeschön. So. Zu verkaufen ist das einmal. Noch was? Gift. Elementarismus, Entropie, Magie widerstehen, bla 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 bla. Genesungstrank, Krankheitstrank, Lähmungsgift, irgendein anderer Trank, so. In dem Falle Teleport, Salz und Weizen, das kann weg. Hier nehmen wir die goldenen Kerzenständer. Mist. Fuck. Ich Idiot, hab schon wieder nicht das blöde Amulett angelegt. Da. So ein Vollhorst, ey. Aber immer doch.
Mann. Ja. Auch nicht so viel. Ich habe vergessen, das Silbererz wegzubringen. Ja. Ansonsten war es das, oder? Mehr gibt's jetzt hier gerade nicht. Hier würde noch irgendein Quatsch ich weggeben können. Tomaten und so. Die wir anscheinend wohl doch nicht brauchen fürs Kochen. Stahlpfeile haben 7. Sollten wir jetzt die hier benutzen? Eisenpfeile auch 7. 6. Und Pfeile 10. Spitzer Stahlpfeil. Normale Stahl. Komm, ich verkauf mal. Die bringen gar nichts, oder? Ne, die haben Wert 0. Geil. Verkaufe ich die auch nicht. Dann gönne ich es keinem. Schmied. Lederwaren. Der wird so ein Ledergerber-Ding haben. Außerdem kauft der, glaube ich. Naja, das war der andere Typ. Aber hier kann ich trotzdem ein bisschen rumgerben. Okay, so. Bla bla bla. Gerbstein können benutzen, um Tierhäute in Lederstreifen zu verwandeln, die zu Rüstungsteilen verarbeitet werden. Okay, wir können die Diebestunika, die brauchen Lederhaut, Lederstreifen, Nägel, Einzelteile, Malachit. Echt jetzt? Da brauche ich Malachitbarren für. Silber und Stahl. Oh, das ist aber echt viel, Und der hier, Leder, Nägel, Einzelstahl, Quecksilber, Malachit. Malachit. Die Nägel und so ein Quatsch, das ist jetzt erstmal egal. Die sollte ich mal mitnehmen, sollte ich mir merken. Stahl ist mir egal. Auch da. Quecksilber, Malachit. Malachit und Stahl. Ich denke, Stahl haben wir mehr. Das heißt, dass die Diebestunika würde mehr bringen, herzustellen. 29 Rüstung. Ich könnte gucken, was wir haben, aber ich denke, wir haben schon was Besseres. Malachitbarren. Wo kriege ich Malachitbarren her? Hallo. Ja. Zeig mal her. Natürlich. Hey, jetzt bleib doch stehen. So. Okay, was haben wir bei dir? Was verkaufst du? Guck tatsächlich mal, was die verkauft. Bauplan, wegen Quatsch. Unteppich. Unteppich. Das sind halt alles Sachen, ich habe keine Ahnung. Teppich, 27. Hier war mal kurz Silberstahlschwert. Könnte auch was für uns sein. Bärenkopf, Trophäen. Weiß halt nicht, ob die Sachen was bringen. Nicht mal Malachitbarren hier, ey. Eigentlich müsste ich mal hier sowas kaufen. Ich weiß noch nie, wie viel die Sachen wert sind. Kosten alle genau 27. Trophäe, Geweih. Die könnte ich dann vertinken, ne? Ich kaufe das mal. Und ich kaufe mal den Teppich. Und hier wäre eigentlich Silberstahl-Großschwert oder Silberstahlschwert. Also die Großschwerter sind immer mehr wert, ne? Aber die brauchen wahrscheinlich auch mehr Mats. Der Dolch. Der Dolch braucht am wenigsten Mats. Doch relativ viel wert. So ist das. Ich weiß es tatsächlich nicht. Silberstahlschwert würde ich gerne mitnehmen. Ich glaube, ich nehme das mit. Nein, ich hätte das mitnehmen sollen. Ich nehme das jetzt auch mit. Jetzt bin ich zwar quasi arm, aber who cares. Und ich habe nichts dazu bekommen. Quarek, Arantial, zwei Namen für dasselbe. Werkbank, vielleicht ist das hier? Kann ich hier was machen? E? Ah ne, hier kann ich die Sachen nur mit den Mondsteinbarren verbessern. Weg! Ich hätte das erlaubt! Bleifstein. Den Dolch kann ich mit Malachitbarren eines Metallbarren des alten Volkes. Da habe ich doch auch mal welche von gesehen. Nie mitgenommen, weil die nichts wert waren.
Nägel mitnehmen nächstes Mal. Komm mal her. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich hab jetzt nicht nach Verkauf geguckt. Natürlich. Was kann ich denn hier verkaufen noch, was ich sonst nicht verkaufen kann? Die Silberbarren. Nein. Gar nichts. Hier nicht noch. Okay, dann ist es der Typ nebenan, der Stoffhändler, dass der unsere Sachen abnimmt. Gut ist, sind wir schon drüber über die Zeit. Ich weiß, wir sind schon bei 17 Minuten. Und ich mache jetzt auch nur noch das hier. Schreitet alles, was das Herz begehrt. Seht's. Und dann kann ich mir bis zum nächsten Mal einfach überlegen, was ich... Das war's, mehr haben wir nicht. War richtig geil. Hat sich richtig gelohnt. Hat er eine Schmiede? Ja, aber einen Kochtopf. Kurz kochen. Salz und Geflügel, toll. Naja. Bisschen XP. Schreitet wohl. Dankeschön. Ja, wir haben so gut wie nichts verkauft bekommen und haben immer noch 122 Gewicht, wie immer. Pack das Teil wieder an. Also der Infight gar nicht so viel bringt. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt kommt der Part, wo sich Zukunfts-Kevin drum kümmern muss, weil ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes mache. Ob ich jetzt doch die andere Singleplayer-Quest anfange und hoffe, dass sie nicht so schwer ist, wie die gerade, obwohl die gerade ja nicht schwer war, aber das Gebiet, in dem sie gesteckt hat, war relativ hart. Oder dass man durchdringen musste, um da hinzukommen. Und es kann ja sein, dass die nächste eher eine Kampfquest ist. Entschuldigung. Ja. Oder ob ich jetzt Level. Oder ob ich jetzt Schmiede, um Geld zu kriegen. Absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich jetzt nächstes machen soll. Aber wie gesagt, das überlege ich mir einfach bis zur nächsten Aufnahme, die wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen wird. Also die ich erst nächstes Jahr werde ich erst wieder aufnehmen. Denn wir haben kurz vor Silvester. Also dann, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt das Schicksal des krüppeligen jungen Mannes nicht zu ernst genommen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super Tag. Macht's gut. Man sieht sich im nächsten Jahr wieder. Also dann, ich bin raus. Tschüssi.